weiß nicht, kehre ich wieder um oder fahre ich jetzt durch? Also ich hoffe einfach, dass die Perspektive so geil ist, aber es müsste passen. Ja, Jungs, und mit so einem Ausblick. Ach du Scheiße, geil. Wir sind heute mal im Gelände unterwegs. Gab bisher ein Video, wo ich mich mal ein bisschen abseits vom Asphalt gewagt habe mit der Karre. Ja, ich roll hier gerade runter, weil es halt bergab, ne? Ich meine, ich habe halt Straßenreifen drauf. Es ist zum Glück trocken, halbwegs zumindest, ja, aber ist schon trocken. Das ist schon mal gut. Ich glaube, Alter, hat Zündschloss klemmt. Im Nassen hätte ich hier keinen Bock drauf. Oh, jawohl. Wir fahren jetzt einfach mal hier so ein paar Dorfrouten. Aber ich sag mal so, das hier, wenn man das hier sieht, Digga, das ist doch direkt schon wieder so geil. Ach du Kacke, Mann. Junge, wie schön ist es hier bitte. Ach du Kacke. Jawohl. Ja, mega geil. Geil. Junge, die Sonne, die nervt dezent. Eieiei, du. Ja, und wegen den Straßenreifen will ich auch ein bisschen vorsichtig machen, weil ich will halt nicht hinfliegen. Das ist meine gute DT. Der soll bitte nichts passieren. Okay, wo kommt man hier hin? Will ich jetzt mal wissen. Puh. Boah, geiler Weg. Alter, yes. Oh, sick. Schön, schön, schön. Schön, meine Herren. Oh shit. Alter, der Raps, ne, es riecht so gut. Oh, das sieht geil aus. Ja. Da wäre es jetzt wieder Richtung Stadt gegangen, das will ich nicht. Wir wollen ja ein bisschen hier im Gelände bleiben. Also jetzt hier übers Feld knallen, gerade jetzt, wo das Zeug hier wachsen soll. Da habe ich natürlich keinen Bock drauf. Finde ich auch nicht geil, wenn man das jetzt macht. Aber ich meine, hier auf dem Feldweg am Abend einfach mal ein bisschen lang. Ich meine, das tut jetzt wirklich keinem weh. Das kann man in meinen Augen schon mal machen. So ist meine Meinung.
Oh, ist das geil, ey. Ich hoffe auch, ich hau mich nicht auf die Fresse heute. Aber... Boah. Es macht mal Spaß, tatsächlich. Ich bin normalerweise mehr der Straßenfahrer. Boah, Alter, ein Schlagloch. Ja. Also ich habe die Wege alle noch ganz grob in Erinnerung. Aber ich weiß nicht genau, wo ich hier rauskomme. So, ich glaube, hier lang war ein geiler Weg. Guckt euch das mal an, Jungs. Boah, sick. Boah, auch hier, ne? Boah, ich liebe solche Gegenden. Es ist so geil. Boah, Junge. Ja, hier ist schon geil hier. Alter, ich sehe mich heute schon mit dem Platten nach Hause schieben. So, ja, jetzt wird's abenteuerlich. Ich weiß nicht wohin. Ich würde jetzt mal hier lang fahren. Ich glaube, das sollte mal ein Weg sein. Nee, geil, ist schön wild. Ah ja, okay. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Junge, das Zeug ist kniehoch. Ich bleib hier gefühlt hängen mit dem Bike. Krank. Oh, Junge, by the way, da drüben auf dem Hang waren wir vorhin. Wir sind jetzt einmal quer durch das Tal. Und jetzt fahren wir hier drüben rum. Ja, nee, also es passt. So, Sprung. Oh, Alter. Ja, nee, geil, du. Geil. Es ist, die Sonne ist genau vor mir. Oh, geht so runter. Oh Gott, das wird so hart nix, ne? Alter, das Gras ist so hoch. Junge. Ich setz mich mal, dass ich ein bisschen mehr Grip habe. Junge, die Sonne, ne, genau in meine Fresse. Ja, nee, geil, wir sind oben. Ja, hier wollen wir natürlich nicht weiter reinfahren. Kann ich die abstellen? Boah, Alter, ich hoffe, die steht. Holy shit. Guckt euch das mal an. Alter, das ist absolutes Thumbnail-Material hier. Ich hoffe, man sieht's. Boah, es ist warm. Jungs, es ist warm as fuck. Alter, das ist so geil. Boah, guckt euch das mal an. Boah, wie geil. Geil, gerade ein kleiner Drift. Also da ist sowas wie ein Pfad. Hier runter geht's auch. Das wird ein Rückzug wahrscheinlich. Ja, 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 Boys. Oh Gott, scheiße. Alter, wo sind wir denn? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Da vorne sind Wanderer, geil. Weiß nicht, wo ich bin. Ah doch, ich glaube ich... Nee, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, die müssen ja auch irgendwie... Oh, guck mal, da ist auch noch ein Pfad, Jungs. Hier am Auto.
Jawohl. Da habe ich keinen Bock drauf, wir fahren hier lang. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Alter, ich war ja noch nie, ne? Aber es sieht ultra geil aus mit dem Berg da hinten. Mega nice. Ja, also ich habe geografisch eine ungefähre Vorstellung, wo ich mich gerade befinde. Aber viel mehr auch nicht. Hier war ich noch nie, Alter. Und es ist mega cool. Boah. Der Weg geht ja noch weiter. Wie cool. Ach du Scheiße, hier ist irgendwie eine Kreuzung. Da hinten kommen Leute. Ja, mal gucken, wo wir rauskommen. Hier geht es auch noch wohl lang. Da können wir da noch mal gucken. Oh, Scheiße, du. So. Ja, Digga, wo bin ich denn jetzt? Alter, es kommt sowas von gleichen Förster. Ich kriege irgendwie immer einen Leerlauf bloß und nie einen zweiten. So, fahren wir mal hier lang. Boah, Scheiße, du. Boah, Junge. Oh Gott. Alter. Ah, okay, da geht's auch wieder irgendwo lang. Ich würde noch ein Stück hier hochfahren. Und dann aber wieder da den Weg. Ja. Junge, ist die am Schwimmen teilweise. Also nicht wegen Wheelspin, sondern einfach fühlt sich so an, wegen kein Grip und so, wird hin und her geworfen. Also ich bin halt wirklich noch nie so wirklich im Gelände gefahren. Es macht viel, viel Spaß, hier einfach mal ein bisschen zu erkunden und so. Aber, ja, wie gesagt, ich sage bei jedem Scheiß, oh Gott, oh shit. Aber das ist nichts Krasses, weil ich bin's einfach nicht gewohnt. Aber ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim Fahren. War eigentlich ein schöner Weg, ne? Hier geht auch noch ein Pfad an den Waldrand. Ja, ich kann mir so ganz grob vorstellen, wo ich bin, aber ich kenne halt nur das Straßennetz, aber halt nicht das, die ganzen Wald- und Feldwege. Ja, jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen Plan verloren. Würde gerne nochmal zurück zu dem Pfaden. Ich weiß ungefähr, wie ich zurückkomme, aber ich bin jetzt absichtlich woanders lang gefahren, weil ich ja wissen will, was hier noch so geht. Okay. Also ich glaube halt, da drüben ist unser Weg. Wir könnten jetzt halt hier mal durchfahren. Weiß aber nicht, ob so eine geile Idee ist. Oh Gott, okay, es ist glaube ich... Alter, das sind übelste Spuren. Junge, holy shit. Okay, Alter, das ist jetzt wirklich... Naja, egal, wir fahren weiter. Machen wir einen zweiten rein. Mal hinstellen. Ja, hier müssten wir irgendwann auf unseren Weg wieder stoßen. Junge, hier ist gleich sowas von der Jäger, der mich zusammenscheißt. Sowas von. Hier rechts, Jägerstand. Okay, ist leer zum Glück. War der sogar ganz neu. Scheiße. Oh Gott, fast auf die Fresse. Oh, hier sind wieder die Rillen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Alter, was geht hier? Okay. Ist doch weiter weg, als ich dachte. Unsere Spur, unser Weg. Ich weiß nicht, kehre ich wieder um oder fahre ich jetzt durch? Also es scheint hier jetzt niemand zu sein. Ich werde einfach mal weiterfahren. Ja, und jetzt müsste hier eigentlich irgendwo mein Weg kommen. Ich glaube nämlich, das ist die Wiese, die ich vorhin rechts von mir hatte. Und wenn alles klappt, stoßen wir hier vorne auf unseren Weg. Ich fahre hier wirklich gerade mitten übers Feld. Boah, ist hier tief, ist krass. Alter. Ganz komisches Dickicht. Ja, hier ist der Weg. Geil. Okay, perfekt. Boah, nochmal eine übelste Rille mitgenommen. Sehr gut. Ja, Digga, wir sind wieder auf Kurs. Ja. Schön aufpassen hier, Alter.
Oder nee, das war, nee, von hier kamen wir. Stimmt, stimmt, stimmt. Genau, und das war noch ein Pfad, wo ich lang wollte. Alter, hier so am Feld lang. Das ist geil. Das machen wir, Jungs. Richtig kleiner, süßer Trail. Mal ein bisschen Trailriding hier, Jungs. Geil. Hier links geht wieder ein Weg hoch. Kommt man da irgendwo raus? Ja, wir knallen jetzt hier einfach noch mal lang. So, vier da rein, Digga. Aufstehen. Gib ihm. Oh, kurzer Sprung. Oh, Junge, ich glaube, ich bin abgehoben, Alter. Ist mir noch nie passiert. Ist das geil. Oh. Hier ist kein Weg nach links. Also müssen wir hier lang weiterfahren. Aber eine Sache noch. Welchen Weg wollte ich den hier? Boah, meine Karre, die hasst mich so sehr, ne? Ach du Kacke. Egal. Nein. So, alles gut. Boah, das macht so Spaß, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass das erstens so bockt und dass ich zweitens hier noch so viele geile Wege finden, ne? Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Oh. Machen wir mal wieder raus hier. Entspannt. Ich hoffe einfach, euch hat es gefallen. Mir hat es übel gebockt. Holy shit, das war mega geil. Ja, ich bedanke mich riesig fürs Zuschauen. Haben heute ein paar neue Gebiete erkundet und so weiter. Mir hat es übel gebockt. Lasst ein Däumchen da, ein Abo, kommentiert fleißig ein bisschen was und schaut auf Insta vorbei, Christian Pfuscht. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.